Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe meiner neuen Serie, die absurdesten Pokédex-Einträge. Viel Spaß also mit den absurdesten Pokédex-Einträgen aus Generation 1. Laut der gelben Generation kann Mahumai sogar mit einem seiner vier Arme ganze Berge verschieben. Ja, wahrscheinlich kann er das. Mal mit einem Arm locker weg so Mount Everest von A nach B geschoben. Und was sieht Mahumai, während er den Berg von A nach B verschiebt? Richtig, ein Kappador, das mit seiner Platscherattacke einmal über den Berg hüpft. Denn laut Pokédex-Eintrag in der schwarzen und weißen Generation soll ein älteres, ausgewachseneres Kappador mit seiner Platscherattacke über einen gesamten fucking Berg springen können. Jawohl! Selbstverständlich! Sonst ist dieses Pokémon für nicht zu gebrauchen, was sie in einem anderen Pokédex-Eintrag übrigens selber zugegeben haben. Aber mal eben mit der schwächsten Attacke der Welt über den ganzen Berg hüpfen. Ja klar, warum denn nicht? Allzu hoch darf der Berg aber nicht sein, denn in der goldenen Edition steht, manchmal springt es sehr hoch, aber nie höher als 2 Meter. Alter, warum? Och Mann, warum? Wieso widerspricht ihr euch denn selbst? Gerade eben war Kappador noch der krasse Motherfucker, der mit seiner Platscherattacke von A nach B über den Berg hüpft. Aber natürlich nur, sofern der Berg keine 2 Meter hoch ist. Ne? Die Hufe dieses Pokémon sind 10-mal stärker als Diamant. Vergleichbar hart oder noch härter sind nur Stoffe wie Lonsdaleit oder Nadeleisenerz, die ultra hart sind. Und es gibt kein Material, das 10-mal härter als Diamant ist. Nicht einmal die Eier von Chuck Norris. Laut Pokédex-Eintrag von Blau und Rot, ein seltsames Pokémon, das seine Kräfte nach einem Kampf mühelos regeneriert. Ach so, das kann die Bitch selber. Aber ich muss damit immer zum Pokémon-Center rennen, wenn es dem Ding scheiße geht. Ja, bitteschön, Mrs. Ich bin mir zu fein, mich selber zu heilen. Schick mich ins Pokémon-Center, du Arsch. Alter, wenn du schon so ein Hightech-Ding in deinem Körper hast, dann nutze ihn. Und lass mich nicht ständig zum Pokémon-Center rennen. In seinem Maul sammelt sich eine Flüssigkeit, die zwar nach Honig riecht, in Wirklichkeit aber ätzend ist. Weiter so in Y heißt es, selbst die härtesten Objekte werden zersetzt, wenn der Körper sie erst aufgenommen hat. Und Feuerrot macht komplett kurzen Prozess, die hilflose Beute wird in seiner Flüssigkeit rückstandslos aufgelöst. RIP James. Niemand weiß, wie Austoss ohne Schale aussieht. Naja, gut. Gehen wir halt einfach mal einen Schritt im Kanto-Dex weiter und was haben wir da? Richtig, die Lösung! Dieses Pokémon kann nicht gerade gut fliegen. Nicht gerade gut? Wie wär's mit dir überhaupt nicht? Nicht gerade gut? Ich glaube, euch geht's nicht gerade gut. Hat man euch irgendwie zu krass geschüttelt oder was? Wurdet ihr von einem Macholo jongliert? Laut eurem Feuerrot-Pokédex-Eintrag? Alter, ich musste echt lachen, als ich das gehört habe. Pokédex-Eintrag, Feuerrote Edition, Macholo. Auch wenn es nur so groß wie ein Menschenskind ist, kann es 100 Erwachsene jonglieren. Was? Viel Spaß also mit den absurdesten Pokédex-Einträgen der Pokémon aus der zweiten Generation. Was für ein viel zu übertrieben langer Name. Sein Körper ist gegen Attacken immun. Ist es nicht? Gut, Despotter ist ein unglaublich geiles Teil. Hat eine unfassbare Verteidigung, hat eine unfassbare Kraft. Aber wieso behauptet ihr, dass sein Körper gegen Attacken immun ist und setzt es nicht um im Spiel? Zitat, goldene Edition. Setzt es Fuchtler ein, kann es einen Berg umstürzen. Ja, klar. Fassen wir kurz zusammen. Pupita. Ein Pokémon von 1,20 Meter. Arme und Beine versteckt hinter einem stahlharten Panzer. Ist in der Tat in der Lage, sich fortzubewegen. Natürlich. Aber einen verfickten Berg umzustürzen, ganz sicher nicht. Leute, wie stellt ihr euch das denn bitte vor? Wie soll das überhaupt aussehen, einen Berg umzustürzen? Das ist ein riesengroßer Haufen von Stein und... So, und da soll so ein 1,20 Viech mit seinen 150 Kilo, okay, was ausrichten können gegen?
einen Berg umstürzen. Wie ist das physikalisch überhaupt möglich? Aber gut, mit Physik habt ihr es ja eh nicht so. Hatten wir in der letzten Ausgabe ja schon. Und wie soll das Ding überhaupt großartig flexibel Fuchtler einsetzen können? Natürlich kann es bestimmt Fuchtler einsetzen irgendwie. Es hat ja Arme und Beine, aber versteckt hinter dem Panzer und kann es auch nicht rausbewegen oder so. Also man muss es irgendwie so schattenboxmäßig so tun, als könnte es sich irgendwie großartig bewegen, also Quatsch. In der goldenen Edition steht nämlich geschrieben, lässt du dich von seinen eleganten, anmutigen und tanzartigen Tritten betören, wirst du vermöbelt. Was habe ich getan? Da ist dieses Pokémon, es tanzt mir was vor, ich mag das, was es macht und weil ich es mag, werde ich geschlagen? Alter Dude, komm runter. Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Entschuldige mal, aber was gibt das überhaupt für einen Sinn? Lässt du dich betören? Findest du es geil? Dann hau ich dir auf die Fresse, du Arschloch! Was ist das für eine Logik? Die Haare seines Fells sind so feinfühlig, dass es am Wind ablesen kann, was seine Gegner denken. Was? Beim ersten Mal lesen fühlt es sich tatsächlich so ein bisschen an, als hätte man da zwei Pokédex-Einträge irgendwie vermischt. Die Haare sind so feinfühlig, dass es am Wind ablesen kann, was der Gegner denkt. Was? Okay, dass dieses Ding Psyche ist, völlig verständlich. Aber wie zusammengewürfelt und weit hergeholt klingt das denn bitte? Ich habe so sanftes Haar. Ich lese im Wind, was du denkst. Sitzen zwei Kühe auf dem Baum, stricken Atombomben, kommen Joghurt vorbei und sagt schönen Tag noch. Was? Ich war schwer verwirrt, als ich das gelesen habe. Fast genauso bei den Pokédex-Einträgen von Damirplex. Damirplex, goldene Edition. Sein gebogenes Geweih generiert via Luftveränderung einen Raum, in dem die Wirklichkeit verzerrt wird. What? Dude, du bist ein Normaltyp. Nicht so ein Psycho-Ding. Du bist ein Hirsch. Oder auch schön in der silbernen Edition. Der Anblick seines Geweihs lässt den Betrachter ohnmächtig werden und zu Boden sinken. Oh, kommt schon. Haben wir es mal langsam mit dieser ohnmächtig werden Scheiße? Das ist ein Hirsch. Kein Psychogespenst, kein Dämon, ein Hirsch. Wie stellen die sich das denn bitte vor? Du bist im Kampf, hast so einen Dummyplex und natürlich guckt man dann auch auf das Geweih. Ist ja unübersehbar. Hält man dann immer in Ohnmacht, wenn man dieses Geweih ansieht? Auch wenn man noch Pokémon im Team hat, die kämpfen können? Ja, großartig. Das Einzige, was mich ohnmächtig werden lassen würde, sind die Hamsterbacken dieses Viechs. Vor Totlachen. Gut, zumindest sieht es nicht so peinlich aus wie Konyo-Wild, aber wir schwingen zu weit aus. Und wo wir gerade beim Thema Schwingen sind, legendäres Pokémon, silberne Generation, Lugia. Eines der krassesten legendären Pokémon, wie ich finde. Sieht unfassbar geil aus. Ist ultra stark, aber auch ein legendäres Pokémon bleibt einem absurden Pokédex-Eintrag nicht verschont. Lugia, Diamant, Perl und Platin-Edition. Schwingt es seine Flügel, entsteht ein Sturm, der 40 Tage dauert. Und jetzt überlegt mal selber, Nintendo. Genanntes Szenario, wenn man einfach nur von A nach B fliegen möchte, auf einem Lugia. Jedes Mal, wenn es seine Flügel schwingt, was es beim Fliegen ja tut, entsteht ein Sturm von 40 Tagen. Und ich weiß nicht, wieso mir gerade folgendes Bild durch den Kopf schießt. Wir unterbrechen das aktuelle Programm für eine Eilmeldung. Wieder einmal ist es dem 10-jährigen kleinen Pisser aus Neuborkia zu verdanken, dass wir einen 40-tägigen Sturm in unserem Land wüten haben. Und all das nur, weil er es für nötig hielt, mit seinem Lugia von Azalea nach Dukatia City zu fliegen. Und wenn der 10-jährige Junge dann in Dukatia City angekommen ist und denkt, oh scheiße, ich habe in Azalea City was vergessen, fliegen wir doch mal zurück, sind es zwei ganze Stürme, die 40 Tage dauern. Der Junge könnte mit einmal hin und her fliegen, seine ganze Region auslöschen. Und überhaupt 40 Tage, habt ihr eine Ahnung, wie lang 40 Tage sind? Das sind anderthalb Monate fast. Welches Viech kann bitte so krass mit seinen Flügeln schlagen, dass 40 Tage ein Sturm entsteht? Da fand ich Taubos mit seinen Macht 2 ja fast logischer. Aber nein, Nintendo, tut mir leid. Ihr habt wieder einmal verkackt. Herzlich willkommen zu den absurdesten Pokédex-Einträgen zu den Pokémon aus der dritten Generation. Die bedrohlichen roten Augen dieses Pokémon lassen alle, die es sehen, vor Angst erstarren. Ja.
Geht, ne? Und ich glaube, im Game Freak Studio selbst war man sich ebenfalls nicht so sicher, als es dann um den Pokédex-Eintrag zu der Heartgold und SoulSilver Edition ging, wo es nämlich stellenweise heißt, sein Blick wirkt einschläfernd. Okay Leute, können wir uns jetzt irgendwie auf eine Sache einigen? Einerseits bedrohlich vor Angst erstarren und andererseits aber dann irgendwie doch einschläfernd. Abgesehen von der Tatsache, dass ich es weder großartig bedrohlich noch einschläfernd finde, wo ich nicht verstehe, wie man das irgendwie, also bedrohlich eventuell, also diese weiß aufgerissenen roten Augen, aber einschläfernd? Weit aufgerissene rote Augen? Angsteinflößend und einschläfernd sind zwei verschiedene Dinge. Das wisst ihr, oder? Und jetzt frage ich mich, wie das aussehen soll, wenn so ein Lunastein von einem wilden Pokémon steht und es einerseits vor Angst erstarrt, aber dann doch einschläft. Wobei, könnte auch eine gute Hypnosetechnik sein. Ich bin ein furchtloser Trainer. Oh mein Gott, ein wildes Lunastein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe so viel Angst, ich kann mich nicht mehr bewegen. Und jetzt gucke ich in seine Augen und das sieht echt verdammt einschläfernd aus. Meine Fresse. Okay. Vielleicht in der Hinsicht sogar eine echt praktische Kombination aus Paralyse und Einschlafen. Habt ihr euch mal den Pokédex-Eintrag von Tangolist durchgelesen aus der Diamant-, Perl- und Platin-Edition? Hör mal, das Viech ist 1,30 groß. Aber scheiß drauf, denn seine Fächer erzeugen Böen, die eine Geschwindigkeit von 30 Metern die Sekunde erreichen können. 1,30! 30 Meter die Sekunde sind über 100 km/h. Über 100 km/h sind diese Böen schnell. Das ist Orkan-Style mit heftigsten Verwüstungen. Der musst du einfach so machen und die ganze Stadt ist im Arsch. Alter, das Viech und Lugia wären echt zerstörerisches Team. Stolunior Saphir Edition. Mit einem Schlag kann dieses Pokémon einen Schwerlasttransporter demolieren. Der Lastwagen stellt danach eine handliche Mahlzeit für dieses Pokémon dar. Stolunior, LKW! Und damit nicht genug. Hariyama aus der Feuerrot- und Blattgrüne Edition. Ein einziger Armschlag reicht aus, um einen 10 Tonnen schweren LKW durch die Luft zu wirbeln. Ja, 10 Tonnen. Easy going. Mach ich jeden Tag. Und alle guten Dinge sind drei. Kakelo. Die Schallwellen, die durch sein Rufen entstehen, können einen LKW umkippen. Game Freak! Was habt ihr gegen LKWs? Was haben euch LKWs getan? Dass ihr drei ganze Pokémon, und es werden noch mehr versprochen, Leute, dass drei ganze Pokémon alleine in dieser Generation komplette LKWs zerstören, auffressen, durch die Luft wirbeln, zerschreien, zersprengen, demolieren, komplett zerstören können, als wäre es Normal Day. Ein einziges Viech soll mit einem Schlag einen 10 Tonnen schweren Laster durch die Gegend wirbeln können. Der nächste schreit einen LKW einfach kaputt und der nächste Zwerg frisst einen ganzen LKW einfach auf. Was ist denn mit euch los? Metak ist ein richtig harter Kerl. Ein richtig harter Kerl. Wortwörtlich. Buchstäblich ein harter Motherfucker. Denn in der Feuerrot- und Blattgrünen Edition steht nämlich im Pokédex geschrieben, sein Körper ist so robust, dass nicht mal ein Flugzeugabsturz einen Kratzer bei ihm hinterlassen würde. Ja, so ein kleiner lapidarer Flugzeugabsturz, kein Ding, ne? So ein Metang, da jetzt ein Flugzeug auf ihn draufknallt oder ob jetzt in China ein Kreis umfällt, ja? Interessiert den nicht großartig. Aber wie sieht ein Flugzeugabsturz denn eigentlich so aus? Woran denkt ihr, wenn ihr so an so Flugzeugabsturz denkt? Allgemeiner Begriff Flugzeugabsturz. Trümmer, Tote und Feuer. Ha, nicht zu vergessen. Flugzeug, boom, Feuer. Methan und Feuer, da war doch was. Ja, Feuer ist doch sehr effektiv gegen Methan. Denn Methan ist ein Stahl-Pokémon. Feuer, Stahl, Schmilz, boom. Also sagt mir bitte nicht, Game Freak, bitte, dass ein Flugzeugabsturz einem Metang vollkommen egal ist, wenn meinem Flugzeugabsturz genau das passiert, was ein Metang am wenigsten ab kann. Überhaupt, was ist das für... Das ist überhaupt nicht definiert bei einem Flugzeugabsturz. Wenn das Flugzeug ihn trifft, wenn es mit dem Flugzeug sitzt, dann... Ach so, Game Freak, das war nicht schlau, das war nicht intelligent. Wisst ihr, wer intelligent ist im Gegensatz zu euch? Latias. Habt ihr selber geschrieben. Saphir-Edition, Pokédex-Eintrag. Latias. Latias ist sehr intelligent und
kann die menschliche Sprache verstehen. Das hört sich ja erstmal richtig geil an, oder? So ein legendäres Viech, was sogar die Menschensprache verstehen kann. Das heißt, wenn du Latias irgendwas sagst, dann hört es das und weiß, was du meinst. Es versteht deine Sprache. Aber wenn ihr euch mal dann so darüber Gedanken macht, dann merkt ihr, dass es überhaupt nichts Besonderes ist. Ist euch das mal aufgefallen? Welches Pokémon versteht denn bitte nicht deine Sprache? Du redest doch die ganze Zeit mit deinem Pokémon, wenn du mit ihm kämpfst. Du sagst ja nicht, los Pikachu, Donnerblitz. Und Pikachu guckt dich an und denkt sich... Pika? Pika, Pika, Pika. Pika, Pika, Pika. Der weiß, was du meinst. Er versteht auch deine Sprache. Das ist nicht intelligent, das ist normal. Und jedes andere Pokémon in jedem Anime, mit dem gesprochen wird, weiß, was du meinst. Es kann nicht in deiner Sprache antworten. Aber es versteht deine Sprache. Es weiß, wovon du redest. Also Game Freak, wenn ihr besonders sein wollt, denkt euch bitte was anderes aus. Aber tut nicht so, als seid ihr besonders cool und bringt irgendeinen Schwachsinn, was sich erstmal großartig episch anhört, aber dann derselbe Scheiß ist, was jedes andere Pokémon ebenfalls kann. Viel Spaß mit den absurdesten Pokédex-Einträgen, diesmal mit den Pokémon aus der 4. Generation. Seine Flügel schlagen so kräftig zu, dass es sogar Bäume umknicken kann. Ja, du kleiner 80 cm Pinguin mit deinen 23 Kilo bist bestimmt ein ganz toller Bäumeumknicker. Der Eintrag von Panflam aus der Perle-Edition lautet wie folgt. Das Feuer an seinem Hinterteil wird durch die Gase im Bauch genährt. Ja. Hört sich einfach geiler an als Panflam furzt den ganzen Tag, damit das Feuer nicht ausgeht. Also wirklich Game Freak, das ist die schönste Umschreibung, die ich jemals gehört habe, dass sich jemand sein Furz anzündet. Das Feuer an seinem Hinterteil wird durch die Gase in seinem Bauch genährt. Ich werde dieses Viech nie wieder ernst nehmen können. Pachirisu, süßes Pokémon. Mit einem ebenfalls sowas von unsinnigen Pokédex-Eintrag, dass ich wirklich eine Sekunde lang daran gezweifelt habe, dass ein Game Freak-Mitarbeiter ein Gehirn braucht, um bei Pokémon Company arbeiten zu müssen. Diamanteintrag. Es bildet ein Fellknäuel, der vor statischer Energie knistert. Es speichert die Energie in Bäumen. Und jetzt beantwortet mir eine Sache, Game Freak. Wer war's? Wer kam auf diese Idee, dass ein Baum elektrischen Strom speichern kann? What? Ich meine, was? Und ich konnte es mir nicht nehmen lassen, ich habe nachgeforscht. Es gibt tatsächlich einen Baum, der Elektrizität erzeugt. Der Oregon Ahorn erzeugt ständig mehrere hundert Millivolt Spannung. Mit einem Spezialgerät ist es Wissenschaftlern gelungen, sage und schreibe 1,1 Volt aus dem Baum zu holen. Das ist nicht gerade viel. Und es macht auch den Baum immer noch nicht zu einem elektrischen Stromspeicher. Das ist kein lebendiger Akku. Und wir reden hier ja auch nicht von 1,1 Volt, wir reden ja hier von statischer Superladung, dass dieses Fellknäuel, wo auch immer das die Energie speichern soll, knistert vor statischer Energie. Es knistert! Da muss Power hinter sein! Und ich bezweifle auch, dass überall in der Pokémon-Welt ein Oregon Ahorn steht. Das bezweifle ich. Aber naja gut, wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwo auf der großen weiten Welt doch eine Pflanze oder ein Baum, der ähnliche Speicherkapazität aufweist. Fragen wir doch einfach mal Skorgo, wenn der das nächste Mal auf seinem Rundflug um die Erde ist, ob er irgendeinen Baum gesehen hat. Ja, Skorgo macht laut Pokédex-Eintrag aus der Platin-Edition gerne mal so eine kleine Weltreise. Nicht einfach so, nein, 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 nein. Ohne einen einzigen Flügelschlag. Ja. Denn in der Platin-Edition steht geschrieben, erwischt es auch nur ein Lüftchen auf die richtige Weise, kann es ohne einen Flügelschlag den Erdball umkreisen. Und jetzt ist vorbei, Game Freak. Jetzt will ich wissen, was ihr raucht. Ich brauche das Zeug auch. Wenn mir unter dem Stoff wirklich so eine Scheiße einfällt, dann brauche ich es auch. Unbedingt bitte sagt es mir. Ey, wie geil ist das denn bitte? Ein Lüftchen. Ein Pokémon erwischt ein Lüftchen
und fliegt ohne einen Flügelschlag auf diesem Lüftchen einmal um den gesamten Erdball. Alle 40.000 Kilometer um die ganze Welt einmal rum. Die Rede ist hier von Lüftchen. Ein Lüftchen reicht. Sprich, ein kann ein Skorgro einmal um die ganze Welt schicken. Okay, logisch. Schließlich ist die Luft ja auch überall gleich. Dieses Lüftchen lebt sich nicht irgendwann aus. Nein, das fliegt immer weiter und weiter und weiter, bis man halt irgendwo wieder da angekommen ist, wo man losgeflogen ist. Hat nebenbei natürlich eine Menge erlebt, ne? Man ist in allen möglichen Klimazonen gewesen, die alle dieselben Bedingungen haben, dass man... Und überhaupt, wieso denke ich überhaupt über Luftbedingungen nach? Dieses Schwachsinn ist fuck! Ohne einen einzigen Flügeltag. Das heißt, es surft auf diesem Lüftchen. Einmal um die Erde. Versteht ihr das? Versteht ihr das? Versteht ihr das? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, Jeffrey. Wieso tut ihr mir das an? Wieso tut ihr mir das an? Wieso tut ihr mir das an? Es gibt endlich die neue Folge Absurde Pokédex-Einträge. Ein Tritt von ihm reicht, um Betonblöcke zu zertrümmern. Genau. Es kann mit seinen Krallen Autos durch die Lüfte tragen. Selbstverständlich. Selbstverständlich, Vashaquil. Natürlich kannst du das. Mit deinen 40 Kilo hebst du mal ebenso das 25 bis 30-fache deines eigenen Körpergewichts hoch und trägst es mal eben easy going durch die Lüfte. Und ich bin in meinem Vergleich schon sehr harmlos. Das ist der Durchschnitt eines normalen PKW. Aber für Vashaquil überhaupt kein Problem. Ey, das Ding wiegt 1000-mal mehr als ich. Aber ey, das, du willst dein Auto von Deutschland nach Australien? Alles klar. Ich krall's mir im wahrsten Sinne des Wortes und trag's da mal eben hin. Ich bin in 10 Minuten wieder da. Eieieiei. Was ist da denn passiert? Freunde der gesunden Spielentwicklung. Die 6. Generation der absurdesten Pokédex-Einträge in Pokémon. Viel Spaß, jetzt geht's los. Okay Leute, Igamaro X-Edition Pokédex-Eintrag. Wenn es seine Kraft auf die sonst eher weichen Stacheln auf seinem Kopf konzentriert, werden diese robust genug, um Steine damit zu zertrümmern. Und laut Y-Edition sogar robust genug, um einem LKW standzuhalten. Wow, was ein erfrischendes Gefühl. Das ist mein Pokémon. So will ich das haben. Igamaro, ein kleines Pflanzenviech mit ohnehin sonst eher weichen Stacheln. Muss ich nur ein bisschen darauf konzentrieren, dann werden die Dinge auf einmal steinhart, dass es damit Steine zertrümmern kann oder dass da ein LKW gegenfahren könnte. Aber sonst sind sie eher weich. Ja klar! Und wieder stelle ich mir die Frage, Game Freak, was habt ihr gegen LKWs? Aber das war ja noch nicht alles. Nein, die ganze Familie von Igamaro scheint an einer Waffel zu haben. Finale Entwicklung von Igamaro. Brigaron X-Edition. Es ist so stark, dass es selbst 50 Tonnen schwere Panzer umkippen kann. Ja, wahrscheinlich. Wie kommt man denn bei der Forschung eines Lebewesens darauf? Oh, das Pokémon mit seinen 90 Kilo ist aber ganz schön kräftig. Das könnte bestimmt ein 50 Tonnen schweren Panzer umkippen. Wie kommt man denn da drauf? Und ich sag euch Leute, irgendwas hat Game Freak gegen Fortbewegungsmittel. Ob Autos, ob Panzer, ob LKWs oder Schiffe. Wie zum Beispiel in dem X-Eintrag von Wummer klar wird. Dort steht nämlich über ihn, aus seinen gewaltigen Scheren feuert es Wassergeschosse ab, die selbst den Rumpf eines Tankschiffes durchdringen. Na, auf jeden Fall. Was denn auch sonst? Wie kann ich mir das vorstellen? Da ist ein Wummer und da ist ein riesiges Tankschiff. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Tankschiff gesehen habt, aber meine Fresse, das ist schon... Das ist nicht so ein kleines Segelboot. Da kommt jetzt also so ein Wummer an. Der schießt aus seinen Scheren Wasser. Das Schiff selber steht im Wasser. Wummer kommt und schießt mit Wasser. Im Wasser. So, und jetzt sagt ihr bitte, wie heftig dieses Tier einen Wasserstrahl aus seinen Scheren bollert, dass ein Tankschiff im Wasser, durch Wasser, es schwimmt selber im Wasser und soll durch Wasser kaputt gehen? Hallo? Alleine durch den Widerstand des Wassers geht ist das tabu. Das funktioniert nicht. Es tut mir leid. Macht Physik.
fertige Hausaufgaben das nächste Mal. Aber mit Übertreibung nicht genug. Ihr dachtet wirklich, es ist genug Übertreibung? Ihr dachtet wirklich, es gibt keine übertriebenen Pokédex-Einträge mehr in diesem Video? Passt mal auf, Leute! Ihr habt euch ganz schön geschnitten! Aufgrund der Zerstörungskraft seines Kiefers, der Stahl zerreißen kann, als wäre es Papier, galt es in seiner Zeit als unbesiegbar. Genau, mein Freund. In Zeiten, wo Arceus und Rayquaza über die Welt herrschen, bist du mit deinem übertriebenen Monsterkiefer der unbesiegbare Motherfucker auf der Pokémon-Welt. Wobei ich mich auch frage, wie willst du etwas mit deinem Kiefer, sprich mit deinem Mund, zerreißen, als wäre es Papier? Alleine die Formulierung dieses Pokédex-Eintrags macht überhaupt keinen Sinn. Wie soll man denn mit seinem Kiefer etwas zerreißen? Zerbeißen würde funktionieren, aber nein! Der Pokédex-Eintrag aus der X-Edition über Parfi. Über ihn wird nämlich geschrieben, der von ihm verströmte Duft entzückt jeden, der ihn riecht. Bis hier ja noch okay. Da dachte ich an so Attacken wie Lockduft oder sowas, wo das nun mal gang und gäbe ist. Aber lesen wir weiter. Je nachdem, was es frisst, ändert sich sein Duft. Und jetzt sagt mir ehrlich, Leute, was versteht ihr darunter? Ich kann euch genau sagen, was ich darunter verstehe. Ich verstehe darunter, dass Parfi und Pampyro sich wunderbar zusammensetzen können und erstmal drauf losfurzen können, wie die lustig sind, bis sie beide in Ohnmacht fallen oder bis die Methanwolke die ganze Welt irgendwann umhüllt. Aber hey, Hauptsache, es riecht schön. Leute, jetzt mal im Ernst, das könnt ihr doch mit so einem kleinen süßen Pokémon wie Parfi nicht machen. Ihr könnt mir nicht im Pokédex-Eintrag schreiben, das Pokémon furzt in der Gegend rum, aber ist egal, weil riecht gut. Und je nachdem, was es ist, ändert sich das halt. Wenn es Chili con Carne gefressen hat, dann riecht es besonders toll. In der X-Edition steht über Klavion nämlich geschrieben, dieses Pokémon sammelt eifrig Schlüssel, mit denen es wild herumfuchtelt, um Gegner abzuschrecken. Zuallererst einmal, wenn ich dieses Kopfkino nicht los, wie da jemand steht mit so einem Schlüsselbund und und es da wirklich ein gegnerisches Pokémon gibt, das sich denkt, oh mein Gott, er hat einen Schlüssel, zu Hilfe, hilf mir doch! Aber viel geiler ist es, dass sie schreiben, es sammelt eifrig Schlüssel, als wäre sein Leben davon abhängend, als würde es nichts anderes tun, als wäre es mit jeder Sekunde seines Lebens dabei, nach einem Schlüssel zu suchen, wenn es einen gefunden hat, zack, mitgenommen und drangehangen, als wären Schlüssel sein Lebenselixier, als wäre es davon abhängig, Schlüssel zu besitzen, als würde es sein ganzes Leben lang, seit der Geburtssekunde Nummer 1, zack, zack, hier Schlüssel, da, sonst was mitnehmen. Ja, und immerhin hat es schon ganze 4 Stück. Ist das euer Scheiß Ernst? Die 7. Generation bietet wirklich so unnormal viel Absurditäten. Und wo fangen wir am liebsten an? Richtig, bei unserem geliebten Anfang. Denn schon bei den Startern der Alola-Region hat sich Game Freak mal wieder ein bisschen übernommen. So wird zum Beispiel über Silvaro in Pokémon Sonne geschrieben, dieses Pokémon kann die Federn seiner Flügel wie Pfeile verschießen. Dabei ist es so präzise, dass es einen Kiesel auf 100 Metern durchbohrt. Wo ich so da sitze und denke, was? Zuallererst einmal, wie soll es einem Vogel möglich sein, seine Federn zu verschießen? Ich meine, natürlich, der kann die bestimmt ausfallen lassen und vielleicht auch irgendwie durch die Gegend schmeißen, aber verschießen? Und dann auch noch auf ein Tempo bringen, dass er auf 100 Metern Weite einen Kieselstein durchbohrt? Wie soll man mit einer Feder überhaupt etwas durchbohren können? Jetzt mal im Ernst, wenn er die Federn verschießt, dann ist die Spitze, die in seiner Haut steckt, nach innen. Und vorne, das, was nach vorne ragt, das ist alles weich. Das sind diese einzelnen Haarteile an den Federdingern da dran. Also wie darf ich mir das bitte vorstellen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Dabei ist es so präzise. Hör mal, die Präzision ist mir doch egal, wenn es heißt, dass auf 100 Meter Entfernung eine Feder immer noch so schnell und so stark auf Geschwindigkeit ist, dass es einen Kieselstein durchbohren kann.
Und warum überhaupt durchbohren? Also jetzt mal im Ernst, so ein Kieselstein ist so ein winziges kleines Ding. Ich glaube, wenn da eine Feder durchzieht, dann zerfetzt es das. Oder es zerteilt es mindestens. Von durchbohren kann hier nicht die Rede sein. Und wenn ihr so ein großes Ding meint, Game Freak, dann ist das ein Felsen, kein Kiesel. Unsere neue Schönheitskönigin hat übrigens auch einen interessanten Pokédex-Eintrag. Die Grazie der sieben Weltmeere, Knirrfisch. Über Knirrfisch wird nämlich in der Mondedition geschrieben, auch die Schale von Mushas knackt es problemlos. Mushas? Etwa das Mushas, über das in Pokémon Sonne geschrieben wird, ihre Schalen sind härter als Diamanten? Die knackst du mal eben so problemlos auf? Das willst du mir erzählen, ja? Glaubst du das etwa wirklich, was du dir gerade einbildest? Hör mal. Du bist ziemlich hässlich für so eine große Fresse. Das glaube ich dir nicht. Es tut mir leid, ich kann dir keinen Glauben schenken, Knirrfisch. Das kann nicht sein. Härter als Diamant, mal ebenso knackt durch. Ja, wo denn? Wie denn? Wann denn? Was denn? Und dann auch noch problemlos, als wär's nichts. Als wär das Styropor oder so. Natürliches. Warum? Die schieben alle ganz schön Welle in der Alola-Region. Genau wie Pampros. Über Pampros wird nämlich geschrieben und ich kotze gleich. Sein wohl bester Angriff ist ein heftiger, schlammiger Tritt. Damit kann es auch große Laster mühelos verschrotten. Leute, es wird langweilig. Wo kommt dieser Hass gegen Laster her? Ein Herz für Laster. Es wird nicht besser mit der Zeit. Seit Generation über Generation über Generation über Generation werden Laster zerstört. Und das von den größten und kleinsten Viechern in der Pokémon-Welt. Ist das jetzt ein Running Gag oder ist das ein Insider, den ich nicht verstehe? Oder was ist es? Versucht es zu erklären oder versucht es sein zu lassen. Aber dieses ewige Gelaber über Laster, dann werden die kaputt gemacht, zerstört, in Teile geschnitten und sonst irgendwas passiert damit. Und dann wieder mühelos, als wäre es nichts. Was ist denn mühelos verschrotten? Natürlich, wenn ich jetzt mit einem Baseballschläger 3 Tage auf den Laster einhaue, dann ist der auch irgendwann verschrottet. Aber da kann ich nicht von mühelos sprechen. Mühelos ist für mich... Koalilu, Pokémon Sonne, Pokédex-Eintrag. Es wird schlafend geboren und stirbt schlafend. Sein ganzes Leben ist ein Traum. Seine einzige körperliche Aktivität ist das Umdrehen im Schlaf. Wow, voll deep. Aber leider kacken unlogisch. Natürlich pennt er, der hat ja ständig die Augen zu, okay. Aber das mit der einzigen körperlichen Aktivität im Schlaf, das ist Schwachsinn. Wieso kann das Viech dann Erdbeben oder Dampfwalze oder Akrobatik? Da muss man sich bewegen für. Da reicht nicht ein bisschen Rumdrehen im Schlaf? Nein, so ein kleines Viech kann ich mit ein bisschen Rumdrehen Erdbeben erzeugen. Oder jemanden wie eine Dampfwalze plattwalzen. Oder akrobatische Sachen irgendwie machen. Game Freak, denk doch mal, der hier, da oben, da ist was drin, das kann man benutzen. In alter Velusi. Das scheint ja ein richtiger Badass Motherfucker zu sein. Ja, klein, aber oho. Der Pokémon Sonne Eintrag über Velusi. Es sieht sehr süß aus, aber wehe, es wird wütend. Was dann? Mit seinen Armen wirbelnd haut es selbst den stärksten Wrestler um. Dieses kleine Kackding soll den stärksten Wrestler umhauen? Natürlich! Wie oft hat schon Brock Lesnar gegen Velusi verloren? Wie oft musste Goldberg schon den Jackhammer von Velusi einstecken? Velusi ist es damals auch gewesen, der die Streak vom Undertaker gebrochen hat. Nichts! Ich meine, Costurso ist schon übertrieben stark. Der kann auch mit Schnippen Bäume durch die Gegend wirbeln und keine Ahnung was. Aber der ist wenigstens groß im Gegensatz zu Velusi. Das ist ein Furz! Das ist der James Ellsworth der Pokémon-Welt. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Der Pokémon-Sonne-Eintrag von Tektas. Mit Hilfe seiner riesigen, glitzernden Klauen zerteilt es selbst Luft und Salzwasser mit einem Hieb. Was? Wie soll das denn bitte gehen? Du kannst Luft nicht einfach zerteilen. Das funktioniert nicht ohne weiteres. Du musst Luft runterkühlen auf mehrere minus 100 Grad. Dann werden die Bestandteile zu Eis, die du dann zerteilen könntest. Aber das ist dann nun wirklich keine Besonderheit mehr. Eis schneiden kann jeder. Und Salzwasser teilen. Warum hat es Salzwasser? Ist er Moses? Kann der jetzt Salz und Wasser irgendwie sortieren und irgendwie trennen? Wie? Er
erklärt es mir, wie das gemeint ist. Pokédex-Eintrag aus Pokémon Sonne. Der Groll eines verstorbenen Reisenden fuhr in einen Sandhügel, den ein Kind gebaut hatte, und brachte dieses Pokémon in die Welt. Was ist denn nicht mit euch richtig, Game Freak? Der böse Groll eines verstorbenen Reisenden zog durch die Lüfte, als er gestorben war, und dachte, oh, da ist eine Sandburg. Da gehe ich jetzt rein und ihr könnt mir gar nichts. Das ist total lächerlich. Ich feiere dieses Pokémon. Aber was ist das für eine Entstehungsgeschichte? Dann ist dieses Viech auch nur am Fressen. Und dann steht in Pokémon Mond wortwörtlich: Es wurden jedoch bisher noch nie Exkremente gefunden. Das interessiert mich überhaupt nicht, was man von diesem Pokémon gefunden hat und was nicht. Was ist denn mit euch? Ihr hattet in den letzten Generationen zumindest den Anstand, offensichtliche Dinge einigermaßen anmutig noch zu beschreiben. Aber in Pokémon Sonne und Mond habt ihr voll rausgehauen. Da habt ihr richtig reingeschissen im wahrsten Sinne des Wortes. Laut Pokémon Mond verbringt Pampuli nämlich den ganzen Tag damit, Erde zu fressen, daraus Schlamm zu machen, mit dem es dann spielt. Hallo? Muss das wirklich sein? Müssen wir uns wirklich von einem Pokédex-Eintrag erzählen lassen, dass ein Esel mit seinen Exkrementen rumspielt? Ich will das nicht wissen. Hätte man über Pampuli nicht wenigstens irgendwas anderes schreiben können? Das ist... Pigmentstörung hat oder echt hässliche Augen oder dass es einem wirklich auf den Sack gehen kann, wenn man ihm alle 2 Minuten im wilden Gras begegnet. Tortunator. Wortwörtlich. Ich verarsche euch nicht. Es steht da wirklich. Sein Kot ist explosiv und vielseitig einsetzbar. Was, Game Freak? Was ist mit euch? Wen interessiert das denn? Und wozu soll explodierende Kacke bitte nützlich sein? Und überhaupt, wer will das denn? Wer will denn wirklich mit explodierender Scheiße eines Pokémon arbeiten? Na, wenigstens haben wir jetzt eine Erklärung dafür, wer in Counter-Strike 1.6 ins Klo geschissen hat. Ja, kein Scheiß, das war Tortunator. Das muss der gewesen sein. Leute, es gibt doch wirklich nur mehr als das, was man hätte schreiben können. Das ist aus, als wäre es eine Pizza gefallen und hätte sich eine andere Pizza auf den Kopf gesetzt als Hut. Oder dass es komisch guckt oder sonst irgendwas. Aber wieso müsst ihr uns über den Verdauungstrakt eines Pokémons näher informieren? Das möchte keiner wissen. Was sind das denn bitte für Angaben? Über 1 Million Tonnen, also das ist doch lächerlich. So, was haben wir denn jetzt nächstes? Mach mal nochmal, Mondeintrag. Es kann mühelos Kipplaster hochheben. Wo wir gerade schon beim Thema Schleudern und Schlagen sind, muss ich an einen sehr amüsanten Pokédex-Eintrag von Kleinstein denken, nämlich an den aus Pokémon Sonne. Dort steht nämlich geschrieben, trotz seiner griffigen, runden Form ist Kleinstein hart und schwer. Bewirft man sich damit wie mit Schneebällen, besteht Verletzungsgefahr. Nein, wirklich? Ich darf mich also nicht mit Steinen bewerfen. Das ist mir ja... ganz was Neues. Und dass ich mich vielleicht auch nicht mit einem lebendigen Pokémon bewerfe, das ist mir auch neu. Danke, dass ihr mir das gesagt habt in Pokémon Sonne. Ich bin froh, dass ich mir Pokémon Sonne gekauft habe. Anders wüsste ich das nicht. Mit Pokémon Mond wäre ich aufgeschmissen gewesen, weil ich darüber nicht informiert gewesen wäre. Ich wäre wahrscheinlich nach draußen gerannt, hätte kleinen Steins gesammelt und Menschen in der Stadt mit Steinen beworfen. Weil ich denke, es sind ja nur Steine und keine Kleinsteine. Was ist das für eine Neuaussage? Man soll sich überhaupt nicht mit Steinen bewerfen, egal wie groß, klein, rund, griffig oder sonst was wie sind. Ja, man kann sie gut in der Hand halten, man sollte sich damit aber nicht bewerfen. Schön, so ein Küchenmesser liegt auch toll in der Hand, trotzdem sollte man sich nicht unbedingt damit gegenseitig abstechen. Muss man nochmal gesagt haben. Ja, stimmt. Ohne Scheiß!
Kleinstern ist das Pokémon mit den absoluten Null-Aussagen im Pokédex. In Pokémon Mond steht zum Beispiel, man findet sie in rauen Mengen am Straßenrand. Ein Forscher hat in seiner Freizeit auf einer Straße einmal 100 Exemplare gezählt. Danke für diese überaus wichtige Information. Es interessiert mich doch nicht, was Leute in ihrer Freizeit machen, wenn ich mich über ein Pokémon informieren möchte. Hör mal, das ist doch genauso, als würde ich sagen, Pantymos ist ein sehr netter Geselle. Meine Oma hat vor 2 Jahren ein Pantymos mal zum Essen eingeladen. Hallo, was ist denn? Hallo, hallo, was war's? Was? Wer kommt auf diese Idee? Was? Was? Wirklich, dieser Pokédex-Eintrag verwirrt mich, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er da wirklich so steht. Ich habe Pokémon Mond nicht. Bitte schaut einmal nach, ob das da wirklich drin steht. Was ist denn das für eine Aussage? Ein Forscher hat in seiner Freizeit nichts Besseres zu tun, hat 100 Kleinsteine am Straßenrand getroffen. Ja, großartig. Herzlichen Glückwunsch. Mit dieser Leistung hast du es geschafft, in den offiziellen Pokédex-Eintrag von Kleinstein zu kommen. Herzlichen Glückwunsch! Und ich meine, 100 Stück sind doch jetzt nicht viel, oder? Hör mal, ich begegne dem Doppelten, wenn ich einmal durch eine Höhle laufe. Und dafür bekommt er einen Preis, weil der 100 Kleinsteins gezählt hat. Gut, das nächste Mal gehe ich raus und zähle 3 Stunden lang Ameisen auf meiner Straße. Mal gucken, wie viele es werden. Und mal gucken, ob ich das nächste Mal im Duden neben dem Wort Ameise auftauche. Ameise, kleines Tier. Ein hobbyloser Junge hat einmal 3 Stunden lang nichts Besseres zu tun gehabt, als seine Lebenszeit damit zu verschwenden, Ameisen zu zählen, und ist auf 1394 gekommen. Ja, super. Das ist doch nicht mal was, worauf ich stolz wäre. Alter. Simsala, es hat einen IQ von 5000. Großartig. Und trotzdem kannst du nichts weiter als deinen eigenen Namen sagen. Du kannst die dollsten Dinge tun. Du kannst Dinge, ohne sie zu berühren, zum Schweben bringen. Mit deinen Gedanken alleine irgendwelche Leute kaputt machen. Aber es hat nicht dafür gereicht, mehr als deinen eigenen Namen zu sagen. Wie intelligent. Und selbst so ein Null-Pokémon wie Mauzi hat sich die menschliche Sprache selbst beigebracht. Du bist intelligenzmäßig hinter Mauzi. Ist dir das klar, Simsala? Mann, und dabei ist es doch für Game Freak schon so was Intelligentes, Besonderes, wenn das Pokémon die menschliche Sprache verstehen kann. Damals war es bei Latias. Oh, großartig, es hört unsere Sprache. Es kann verstehen, was wir sagen. Und in Pokémon Sonne ist es Lapras. Aufgrund seiner hohen Intelligenz kann es die menschliche Sprache verstehen. Wow! Toll! Echt? Kann ja sonst keiner. Immer wenn man zu Pikachu sagt Donnerblitz, dann macht es irgendwas, aber nicht das, was es gesagt bekommen hat, weil es die menschliche Sprache natürlich nicht versteht. Was hat das mit Superintelligenz zu tun? Jedes verfickte Pokémon versteht unsere Sprache. Es muss unsere Sprache verstehen, ansonsten könnten wir uns doch gar nicht mit ihm so krass anfreunden, wie wir es sonst immer tun. Oder ihm unsere Befehle erteilen, welche Attacke es einsetzen soll. Oder sonst irgendwas. Schaltet mal euer Gehirn bitte ein. Wenn es sich auf einen Schwarm Vogel-Pokémon stürzt, schlingt es ihn, also den Schwarm, im Ganzen runter. Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, an dem ich euch nicht mehr folgen kann, Game Freak. Zuallererst einmal dieses völlig übertriebene Scheißgelaber darüber, Knackrack könnte so schnell wie ein Jet fliegen. Dann stürzt sich dieses Pokémon wohl zeitweise gerne mal auf einen Schwarm voller Vogel-Pokémon und schlingt den ganzen Schwarm im Ganzen hinunter? Wie? Macht das wie Kirby oder was? Hat der einen Staubsauger in der Lunge, der die alle einsaugt? Oder bekommt er auf einmal durch diese hohe Geschwindigkeit auf einmal so aufgeblasene Backen, dass der Platz für alle Vogel-Pokémon reicht und er die einfach runterschlucken kann, als wär's nichts? Guckt euch dieses Pokémon mal bitte an. Wie soll das denn bitte funktionieren mit diesem kleinen Mund? Das Ding ist keine 2 Meter groß. Wirklich, das ist so ein Eintrag, da komme ich überhaupt nicht hinter, wie das gemeint sein soll. Helft mir bitte. Aber Freunde, einer der Pokédex-Einträge, die mich wirklich mit am meisten verwirrt haben, ist der von Razaf. Manchmal rastet es so aus, dass es auf der Stelle tot umfällt. Sein Gesichtsausdruck ist danach jedoch äußerst friedlich. Ja, das passiert schon mal. Das ist einfach stirbt. Razaf stirbt.
stirbt manchmal einfach. Das ist okay, der steht gleich wieder auf. Manchmal. Hör mal, das hört sich ja so an, als würde das alle paar Stunden mal passieren. Und das wäre einfach nicht so schlimm. Razaf stirbt manchmal einfach. Einfach so. Ohne ersichtlichen Grund. Hey Dude, dein Razaf ist voll ausgerastet und jetzt liegt es da einfach tot. Oh, ist halb so wild. Der steht morgen wieder auf. Das ist egal. Was? Ich weiß ja jetzt nicht, wie das gemeint ist. Ob die dann wieder aufstehen oder nicht. Manchmal stirbt es. Das ist dann halt einfach mal so. Aber ihm geht's gut damit. Er wurde von seinen Qualen erlöst. Ich sag mal, was? Alter, als ich das gelesen habe, dachte ich dabei, ich guck nicht richtig. Das passiert mir ja oft, dass ich mir so einen Pokédex-Eintrag durchlese und mich verlese und dadurch der Sinn sich irgendwie in meinem Kopf irgendwie ein bisschen verdreht. Und dann denke ich, what the fuck? Dann lese ich es nochmal und denke mir, ah, okay, schlüssig. Aber das? Ja, manchmal ist es tot. Das kommt schon mal vor. Ist ein Hobby. Lesen, schwimmen, Sport machen, sterben. Okay, alles klar, Razaf. Was für eine rege Fantasie und was für eine überschüssige Macht an Kreativität muss man eigentlich haben, um auf solche Pokédex-Einträge zu kommen. Aber hey, 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 es ist okay, Game Freak. Es ist okay. Und solltet ihr eine 8. Generation von Pokémon machen, dann seid bitte genauso bescheuert wie die letzten Male. Und von mir aus noch bescheuerter, denn schließlich habt ihr es mir möglich gemacht, dass ich ein ganzes Format von rund 7 Videos über eure kreativen Fehltritte machen konnte. Dankeschön, Game Freak.